Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und heute geht es um Freiheit. Und nicht so wie beim letzten Mal, sondern um die Freiheit, dem Freisein von der Vergangenheit. Das heißt, wir werden heute schauen, dass wir während dieser Reise alte Themen, alte Muster loslassen und das Bewusstsein stärken, dass wir in jedem Augenblick wieder neu beginnen können und wieder neu anfangen können. Das ist eigentlich so dieses Panterei der Griechen, dieses alles fließt. Oder ganz salopp übersetzt, man kann nicht in denselben Fluss zweimal steigen, weil da so viel neues Wasser schon wieder den Fluss hinunterfließt. Also wir glauben zwar, es ist derselbe Fluss, aber eigentlich ist es ein permanentes Fließen, ein permanentes Ändern des Inhalts. Und wenn wir diesen Fluss, wenn wir uns diesem Fluss anvertrauen können, und da braucht es natürlich Mut, denn Änderung braucht Mut, dann können wir ganz leicht lernen, erstens einmal nicht mehr lange in Enttäuschungen zu stecken, nicht mehr lange in Einschränkungen zu stecken, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite lernen wir dann natürlich auch dadurch, unser Leben neu zu schaffen, und wir werden mehr zu diesen Schöpfern des Lebens. Deshalb ist eben die Befreiung der Vergangenheit von den alten Formen ein ganz wesentlicher Teil. Und das wollen wir heute gleich mal gemeinsam machen. Gut, dann wünsche ich jetzt mal viel Freude bei dieser Reise. Du kannst jetzt mal tief ein- und ausatmen und deine Augen schließen. Und dann atme nochmal tief ein und wieder aus und entspann dich immer mehr und mehr und erlaube dir jetzt mal, die Chaosenergien um dich herum zu lösen. Chaosenergie ist alles, wo du das Gefühl hast, etwas tun zu müssen, etwas verändern zu müssen. Alles, was sich gerade jetzt im Außen bewegt, und zwar von deiner Kopfseite her, nennen wir jetzt mal Chaosenergie, und die reinigen wir jetzt. Und das funktioniert so, dass du dir vorstellst, dass du ein weißes Licht, ein reinigendes Licht, durch deinen Kopf fließen lässt, durchs Kronenchakra und durch Stirnchakra. Und dieses Licht löst jetzt mal alle Chaosenergien aus deinem Bewusstsein und du spürst, wie es dann ganz entspannt über deinen Kopf in deinen Körper weiterrinnt, dieses weiße Licht, und auch dort alles aufgebracht sein, löst und verwandelt. Und du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt, dieses weiße Licht von deinem Scheitel bis zu deinen Fußsohlen durchfließen zu lassen und alles Chaos aus deinem System zu entfernen. Du bleibst in einer klaren, neutralen Energie zurück. Und spürst, wie du in dir leichter und ruhiger wirst. Erlaube dir nun das Bewusstsein alles Wissens, aller Wissensspeicher, wie Festplatten,
eines Computers, Speicherkerne, wo Informationen einfach gespeichert sind. Erlaube dir mal nur den Gedanken, dass das wahre Wesen, dein wahres Wesen, keine Speicher benötigt. Alles ist frei. Und es löst sich jetzt auch das Bewusstsein, ich muss aus der Geschichte lernen, denn durch diese Geschichte wirst du schon in eine gewisse Form gebracht. Und diese Formen lösen sich jetzt ab. Und in dir erwacht dein ewiges, göttliches Bewusstsein. Das absolut alles in sich vereint, aber dennoch an nichts gebunden ist. Und erlaube diesem Licht jetzt, dieser Freiheit jetzt, dass es sich in dir manifestiert und sämtliche Bindungen gelöst sind. In dir existiert göttliche Freiheit und du bist voller Vertrauen, Würde und Liebe. Atme nun tief ein und wieder aus. Mach dir deinen inneren Funken noch einmal ganz bewusst. Und erlaube dir dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren, aber in der absoluten Freiheit. Du bist weder an einen Ort noch an Dinge noch an Menschen gebunden, sondern du spürst das Göttliche in dir. Und in diesem Licht bist du nun frei, dein Leben zu begehen. Atme noch mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Streck dich durch und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Das ist mal so eine Stufe, um sich zu lösen, um innere Freiheit relativ schnell zu erzeugen. Ich freue mich auf deine Kommentare, deine Beobachtungen zu der Meditation. Wenn du Wunschthemen für Meditationen hast, dann schreib sie einfach unten rein in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich über deinen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Oliver Ereni, Medialenergetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich bis nächstes Mal. Tschüss.